Hallo, hier ist Beatrice. Dass an der Sache mit der sogenannten Schwingungserhöhung auf der Erde etwas dran ist, das ist mittlerweile ja ziemlich offensichtlich, wenn du mich fragst. Aber neuerdings geistert auch der Ausdruck Zeitlinien und sie zu wechseln durch das Internet. Was es mit diesen beiden Dingen auf sich hat und vor allem, wie du das optimal für dich nutzen kannst, darum geht es im heutigen Channeling. Ich besuche heute übrigens im Video zwei kleine Menhire in der Nähe von Mainz. Lass dich inspirieren. In dir ruht eine durchaus mächtige Energie. Die hat sich vielleicht noch nicht entfaltet, aber sie wird es tun. Und es ist wichtig für dich, vor dieser Energie keine Angst zu haben, nach Möglichkeit. Diese Energie kann nämlich bisher unterdrückte Gefühle in dir triggern. Diese Energie bringt Themen aus deiner Vergangenheit zum Vorschein, die du versucht hast zu vergessen, aber die du noch nicht verarbeitet hast. Es können alte Dinge also wieder aktiv werden, von denen du schon dachtest, dass du sie längst los bist. Und es ist wichtig zu wissen, dass das kein Fehler von dir ist. Die Intensivierung der Energie in dir kann dir ziemliche Probleme bereiten. Das heißt aber nur, dass dein Verstand sie als Problem betrachtet. Und das ist nicht richtig. Wenn diese Dinge in dir wach werden oder sich verstärken, dann ist das eigentlich eine gute Sache, auch wenn es für dich anstrengend ist. Es findet in der Tat momentan und auch noch weiterhin in der nächsten Zeit eine Schwingungserhöhung statt. Schwingung und Energie sind ganz eng korreliert. Du kannst beides sogar mehr oder weniger als dasselbe betrachten. Es mag sein, dass du dich vielleicht darauf freust, auf diese Schwingungserhöhung, weil das schön klingt und weil du glaubst, dass alle deine Probleme dann sich von selbst erledigen. Aber das ist gerade eben nicht der Fall. Sie werden dann erledigt sein, wenn du sie durchgearbeitet hast. Sie werden nicht einfach so von dir genommen. Nur weil jetzt die Erde und der Kosmos in eine neue Phase gehen. Denn du bist ja auf der Welt, um zu wachsen. Wenn du nun allerdings weißt, was es mit dieser ganzen Sache auf sich hat, dann fällt es dir viel leichter, damit umzugehen. Wisse also, dass all das in einem größeren Rahmen steht, der wichtig ist für dein Leben, der wichtig ist für die Welt. Wenn du die Dinge, die hochkommen, durchgearbeitet hast, dann wird es dir auch irgendwann besser gehen. Dann wirst du die sogenannte Zeitlinie gewechselt haben. Denn wenn du ein Thema wirklich komplett aufgelöst hast, ohne Rückstände sozusagen, dann wirst du merken, dass sich deine Vergangenheit damit quasi mitgeändert hat. Das heißt natürlich nicht, dass du dich nicht mehr an sie erinnern könntest. Aber du wirst eine ganz ungewohnte Leichtigkeit und Losgelöstheit von dem Thema empfinden, wie du sie dir jetzt vorher gar nicht vorstellen kannst. Das ist ein wahrer Quantensprung. Aber dafür ist ein bisschen Einsatz von dir gefragt. Dich damit auch zu beschäftigen. Nicht weiter zu versuchen, das zu verdrängen. Weil dann wird es wirklich unangenehm. Es ist weniger unangenehm, wenn du es als das siehst, was es ist. Nämlich als etwas, das dir hilft
und das dich weiterbringt. Du kannst die Schwingungserhöhung also optimal nutzen, indem du auflöst, was in dir hochkommt an alten Themen. Und das wird weiterhin passieren. Und dafür gibt es mittlerweile auch einige gut funktionierende Methoden. Zum Beispiel EFT, den Emotionscode oder Theta Healing, um nur mal ein paar zu nennen. Das Zeitalter der Verdrängung ist zu Ende. Jetzt kommt das Zeitalter des Erwachens. Aber du kannst nicht erwachen, solange du an deinen alten Vorstellungen von dir und der Welt festhältst. Solange du deine alten Glaubenssätze nicht hinterfragst und deine emotionalen Themen nicht löst, weil dich all das in der alten Welt festhält. Verschwende also nicht weiter deine Lebenszeit. Mache dich ans Werk, sei mutig, deine Schatten ans Licht zu holen. Und sei anderen ein Vorbild damit. So kannst du am Aufbau einer neuen Welt am besten mitwirken. Sei versichert, du wirst geführt, du wirst beschützt und dir wird geholfen, und zwar auf jedem Schritt. Sei gesegnet.